Nach der gestrigen Explosion einer von Regierungstruppen abgeschossenen 10 Tonnen TNT-Rakete auf Donetsk stehen die Zeichen im Donbass wieder auf Eskalation. Die Explosion war im ganzen Stadtgebiet zu spüren und der schwerste Bruch der Waffenruhe bisher überhaupt. Die Rebellen haben den Waffenstillstand gleich für gegenstandslos erklärt und Frau Atay von der Tagesschau letztere sogleich berichtet, ohne natürlich den Raketenbeschuss als Ursache zu erwähnen. Auch verstärkte Kämpfe und Truppenkonzentrationen werden nun vielerorts berichtet. Es rächt sich, dass die Regierungsseite vor allem rechtsextreme Radikale an der Front einsetzt, die wir hier bei einer Demonstration in Charkow sehen. Erst heute erklärte der Nationalgardenoffizier Babenko vom Bataillon Donbass gegenüber der ukrainischen Online-Zeitung Politnavigator, das Beste für die Ukraine wäre eine Diktatur, nach dem Vorbild des Pinochet-Regimes in Chile. Wie das die von der deutschen Presse postulierten Freiwilligen zur Verteidigung der Demokratie sein sollen, ist ein Rätsel. Auch in den von der Regierung beherrschten Teilen der Ostukraine rumort es. In Odessa wurden gestern 4 Anti-Maidan-Aktivisten festgenommen, die der Sabotage bezichtigt wurden. Auch dieser Bewohner von Mariupol hält gegenüber italienischen Journalisten mit seiner Meinung über die Ukraine in seiner Heimatstadt nicht hinter dem Berg, als er gefragt wird, ob er eine Eroberung durch die Rebellen wünscht, die er ausdrücklich nicht als Invasoren bezeichnen will. Ich denke, das wäre besser. Ich möchte mit den Faschisten nicht zusammenleben. Ich danke Ihnen und viel Erfolg Ihrem Bericht. Wir sind hier keine Terroristen, glauben Sie mir. Sagen Sie das bitte den Leuten in Italien. Wir möchten frei leben, ohne die Faschisten. So könnte es sein, dass selbst der von den Mächtigen beider Seiten gewollte Waffenstillstand sehr schnell eine abgeschlossene Episode in diesem brutalen Bürgerkrieg ist. Denn die Orte, an denen er noch eingehalten wird, werden immer spärlicher.